Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es in meinem Video um den MCC von Lidl. Und zwar das Pendant ja, zum Thermomix würde ich nicht ganz sagen. Es gibt da einen entscheidenden Unterschied und zwar ist es der Preis. Ja, und wen das Ganze interessiert, das Teil hat hier als B-Ware Vorführmodell nur 250 Euro gekostet. Ja, der sollte einfach mal dranbleiben. Weiter geht's nach meinem Intro. Gleich vorneweg muss ich sagen, das ist keine gesponsertes Video, auch wenn ich hier jetzt verschiedene Firmen erwähne oder auch verschiedene Verkaufsplattformen. Und zwar geht es allein darum, dass der Vorwerk, der Thermomix, der TM6, ja recht teuer ist. Genauso hat Bosch oder BSH inzwischen auch ein Küchengerät rausgebracht, was dem angelehnt ist. Und ja, für den kleinen Geldbeutel, in Anführungszeichen, gibt es ja hier von Lidl den Monsieur Cuisine Connect. Und ich glaube, auch Aldi hat irgendwas rausgebracht, aber da habe ich mich nicht so drüber informiert. Auf jeden Fall war dieses Produkt die letzten 2-3 Wochen auch bei eBay immer wieder im Programm. Es gab die neu, es gab die gebraucht. Und ja, was soll ich sagen? Dort musste man richtig tief in die Tasche greifen, wenn man überlegt, dass das Produkt zu Anfang, wie es rausgekommen ist bei Lidl, soweit ich weiß, für 299 Euro verkauft worden ist. Zu guter Letzt dann für 349,90 Euro. Ich will mich nicht ganz auf den Cent festlegen. Und online bei Lidl kann man das für knapp 400, also 399 Euro kaufen. Das Problem an der ganzen Sache ist, beziehungsweise war, ich weiß nicht, ob sich das in der Zwischenzeit geändert hat, es war überall ausverkauft. Also man hat es weder online bekommen, noch hat man es direkt beim Lidl-Discounter vor Ort bekommen, weil die haben ja auch ihre Zeiten. Und ich habe herausgefunden, dass das entweder so gegen Mai ist oder dann nochmal im November. Zweimal im Jahr kommen die. Und ja, wer es kennt, da ist dann der Lauf auf die Lidl-Märkte groß. Und wenn man da nicht gerade morgens um 7 sich in der Schlange anstellt, geht man auch leer aus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben nach einer Alternative geguckt und da bin ich auf Shop Retura. Ich weiß jetzt ob es DE, nein, ich verlinke es auf jeden Fall unten. Es war shop.retura.noch irgendwas. Wie gesagt, in der Beschreibung ist der Link. Da ist das Produkt Stand heute auch noch in ausverkauft bzw. nicht erhältlich. Nichtsdestotrotz kann man es für 250 Euro inklusive Versand erwerben. Und man kann das Ganze dann auch innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, hat ein Jahr Garantie. Der einzigste Nachteil ist, dass es wie gesagt eine B-Ware, also ein Vorführmodell ist. Aber hier wird gewährleistet, dass es funktioniert, dass alle Teile vorhanden sind, in Anführungszeichen, außer dieses Kochbuch. Aber das war ja teilweise sowieso optional. Ja, das Ganze kann hier kochen, anbraten, dampfgaren, mixen, rühren, kneten, zerkleinern, pürieren, emulgieren und was ja jetzt bei dem Connect auch neu ist, das Wiegen. Das soll jetzt nicht so hundertprozentig so gut sein wie beim Thermomix, macht aber dann nur kleinere Abstriche. Ich glaube, das hier misst in 5 Gramm Schritten und nicht wie beim Thermomix in 1 Gramm Schritten. Deswegen sage ich, es gibt ja das eine Lager, das schwört auf den Thermomix und es gibt das andere Lager, das sagt mir, Mensch, zu viel Geld für eine Sache, die ja teilweise sowieso nicht in Deutschland produziert worden ist. Deswegen. So, jetzt habe ich im Grunde alles gesagt und ja, bei eBay, wenn man dort guckt, gehen die Teile für 400 Euro, ja, sag ich mal, gebraucht, maximal 3 Monate auch noch vom Tisch. Und die B-Ware geht so ab 350 Euro raus bei Versteigerung. Deswegen ist halt 250 Euro bei Shop Retura wirklich ein gutes Angebot. Dann gucken wir jetzt mal, das ist der originale Karton, der jetzt von Shop Retura hier angekommen ist. Ich packe jetzt alles mal aus und zeige mal, was alles mit dabei war. Nach dem Auspacken gönne ich mir erstmal einen Schluck Kaffee.
Was ich normalerweise am Ende immer sage, sage ich jetzt mal zwischendrin. Ich würde mich über einen Daumen hoch und über neue Abonnenten freuen. Und jetzt würde ich sagen, erzähle ich ein bisschen was über diese Auspackgeschichte. Es ist soweit alles vorhanden. Ich zähle mal kurz auf, fange mit dem kleinsten oder mit den kleinsten Sachen an. Wir haben hier diesen Spatel. Da waren mal zwischenzeitlich bei einer Modellserie auch zwei dabei mit diesem Kochbuch. Das fehlt halt jetzt, also ein Spatel. Dann haben wir einmal hier diese Aufschäumsache bzw. für Suppen. Dann haben wir hier noch eine kleine Dichtung, wo ich nicht weiß, woher die hinkommt. Aber hier haben wir eine Sache, da kann man hinten auf der Rückseite hier, na, jetzt fällt mir der Messbecher runter, da kann man dieses Messer einfach besser drehen. Wobei ich sagen muss, hier gibt es auch noch bei eBay, habe ich gesehen, Zubehörsachen. Man kann sich zum Beispiel auch anstatt diesen Griff, weil der sollte so ein bisschen schwer sein, wenn dieser Behälter voll ist, kann man sich auch noch so einen Henkelgriff besorgen und auch für die Rückseite, um dieses Messer zu drehen, noch etwas Besseres. Deswegen, es gibt da noch Zubehörteile. Dann haben wir hier diesen kleinen Reiseinsatz, denke ich mal. Das dürfte auch für Reis geeignet sein. Dann haben wir hier unsere Sache, wo man dann praktisch dünsten kann. Das ist hier diese obere Schale und die untere Schale mit diesem Deckel jeweils. Das ist dann zum oben drauf drehen. Ja, was bleibt noch? Hier dieser Messbecher, der mir runtergefallen ist, der geht von 20 bis 100 Milliliter. Der wird hier oben einfach auf diesen Deckel draufgesetzt und ein bisschen rumgedreht. Also es funktioniert hier alles mit einem Drehmechanismus. Und genauso funktioniert es auch hier mit diesem Behälter. Da haben wir hinten eine Markierung, innen drin auch 1, 2, 3 und Max, damit man die maximale Befüllmenge auch einhält. Das Messer kann man ja rausnehmen, aber das zeige ich in einem nächsten Video. Und jetzt können wir den einfach, wenn hier vorne das Zeichen mit dem übereinstimmt, können wir das Teil einfach hier reinsetzen und dann haben wir die Möglichkeit, unseren Deckel hier drauf zu rasten. Und da wurde im Internet auch sehr oft bemängelt, dass das irgendwie schwer geht. Also ich mache es jetzt von hinten und kann das hier ganz locker drauf machen. So ein bisschen Arbeit hat man ja wirklich immer. Von dem ganzen Eindruck, wie die einzelnen Teile hier aussehen, ob das jetzt dieses Messer ist, beziehungsweise auch dieser Behälter auf der Innenseite, wenn man mal riecht, das riecht überhaupt nicht benutzt. Ich sehe hier keine Dellen, sehe hier eher so Reinigungspulver, dadurch, dass es ja sauber gemacht und desinfiziert worden ist. Genauso kann ich hier an diesem Gehäuse sagen, dass hier keine Dellen vorhanden sind. Es sind keine Kratzer. Was ich super finde, ist diese Kabelführung. Ich nehme es mir mal auf die Schulter jetzt. Ja, das kann man praktisch so weit rausziehen bis zur nächsten Steckdose und hat dann nicht dieses Kabelgewirr in der Küche. Und ich verlinke unten nochmal einen Kanal in der Beschreibung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber dankenderweise nochmal viele Grüße. Der hat mal so eine MCC-Maschine komplett zerlegt. Da gibt es auch viel von Vorwerk. Und er hat hier gelobt, dass hier unten eine Durchführung ist. Das heißt, dass ja, die Lebensmittel, die jetzt mal aus Versehen hier überlaufen, direkt runter auf die Arbeitsplatte kommen und somit auch nicht im Inneren irgendwelche Schäden an der Platine oder an dem Motor anrichten. Ja, jetzt würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze mal in der Einrichtung an. Ich werde jetzt Schritt für Schritt das aufbauen, logge mich dann ins heimische WLAN ein und gehe die komplette Einrichtung nochmal durch, zeige die Sprachen, wie so das Touchscreen sich verhält. Da wurde auch gesagt, das ist nicht so touchfreundlich, aber wie gesagt, da hat ja jeder eine andere Einschätzung. Und falls das Video noch nicht draußen ist, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ansonsten blende ich es oben rechts ein, das nächste Video, die Einrichtung und die Installation zu Hause. Dann würde ich sagen, vorerst reicht es mal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.